Pünktlich zum dritten Advent bekommt ihr nochmal ein schönes Rezeptvideo von mir. Wir machen heute zusammen Brownie-Vanille-Kipferl. Dazu benötigt ihr 200 Gramm Zartbitterschokolade, die ihr bitte schmelzen tut, ein bisschen abkühlen lasst und dann mit in den Teig gleich reinmacht. 520 Gramm Mehl. 4 Esslöffel Kakao, 120 Gramm gemahlene Haselnüsse, 120 Gramm gemahlene Mandeln, 120 Gramm Zucker, 4 Päckchen Vanillezucker, etwas mehr wie eine Prise Salz, 4 Eigelb, 480 Gramm Butter. Wenn ihr den Teig fertig habt, dann geknetet habt, dann macht ihr ihn bitte für ungefähr 20 Minuten, halbe Stunde in dem Kühlschrank. Dann könnt ihr ihn rausholen und könnt ihn schon verarbeiten. Die Kipferl, wenn wir die verarbeitet haben, kommen die bei 200 Grad wieder Ober-Unterhitze, je nach Backofen 10 bis 12 Minuten, ja, werden sie gebacken. Okay, dann legen wir mal los, ihr Lieben. Bis gleich. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. In a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open. Misfortune seemed his lot. We ran into a drifted bank and there we got upside. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells.
this fortune seemed his lie. We ran into a drifted bank and there we got upside. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open Kipfel sind jetzt fertig. Es hat ungefähr so 140 bis 160 Stück ergeben bei dieser Menge am Teig. Wenn ihr natürlich weniger machen möchtet oder wollt, dann müsst ihr den Teig halbieren oder die Mengenangaben halbieren und dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Backen und beim Naschen. Bleibt mir schön gesund und munter. Habt noch einen schönen dritten Advent. Eine schöne Vorweihnachtswoche, die letzte. Lasst euch schön beschenken. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann, eure Ella. Ciao.